Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal um den Bau eines Trenntrafos. Das ist ein Projekt, was bei mir schon ziemlich lange liegt, ohne dass ich es fertig gemacht habe, aber jetzt will ich es einfach fertig machen. Man sieht hier schon so ein paar Teile. Ich habe also hier so ein Aluminium-Halbschalengehäuse. Da sind auch schon Bohrungen drin, hier in dem Fall für den Trenntrafo. Dann habe ich hier die Steckdose ohne Schutzleiter, das heißt, es ist der Ausgang hier. Das ist hier so drin, das kann man noch drehen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Und ich habe hier diese Schalter- und Sicherungseinheit mit Netzbuchse als Eingang. Das habe ich seinerzeit einfach mal schon hier so eingebaut. Und das will ich jetzt zusammenbauen. Ja, und ich habe natürlich hier den Trenntrafo an sich. Sie hat keine große Leistung, also geht bis 400 mA maximal. Also nicht besonders viel an Ausgangsleistung, aber letztendlich reicht es für kleinere Sachen aus und ich will jetzt einfach mal zeigen, wie ich das Ding hier zusammenbaue. Der Trenntrafo kommt ja hier in diese Unterschale vom Halbschalengehäuse und da sind auch schon Bohrungen drin. Und wenn ich das hier so reinsetze, dann sieht man, das ist alles sehr eng. Ich habe das seinerzeit deshalb so gemacht, dass praktisch hier die Steckdose, die Kante hier sozusagen fast direkt an dem Trenntrafo anliegt. Und ich zoome noch mal rein. Ist also hier ziemlich dicht dran. Also ist noch 1 mm dazwischen in etwa. Und auf der anderen Seite kommt natürlich hier dann diese Schalteinheit rein. So. Ja, so passt es eigentlich ganz gut. Ich kann den natürlich noch ein bisschen hier zur linken Seite bewegen. Den Trafo. Allerdings ist es so, es kommen ja hier noch die Flachstecker ran, hier an diese Einheit mit den Leitungen, sodass hier noch ein bisschen Platz dann übrig ist. Deswegen ist der Trafo hier nicht ganz in der Mitte. Und ja, so montiere ich die ganze Geschichte dann, konfektioniere die Kabel und montiere das alles natürlich. Da ich ja hier an den Trafo noch ein paar Leitungen anlöten muss und hier auch an diese Schalteinheit, ist alles noch lose, ganz klar. Als erstes werde ich hier mal die Leitungen für den Trafo anlöten. Wir haben hier oben den Eingang 230 Volt, 50 Hertz und hier unten haben wir dann den Ausgang 230 Volt, sind ja zweimal 115, die dort zur Verfügung stehen. Also das geht nachher dann hier an diese Steckdose ohne Schutzleiter und der Eingang hier, dieses 230 Volt, geht dann hier an diese Schalteinheit. Also als erstes werde ich erstmal hier die Leitung für den Trafo anlöten. So, die Leitung habe ich jetzt hier angelötet und mit durchsichtigem Schrumpfschlauch hier versehen. Und so, dass ich jetzt diesen Trafo hier reinschrauben kann, bei der Gelegenheit werde ich auch natürlich gleich nochmal hier den Schutzleiter mit ranschrauben. Der Trafo wird mit M4-Schrauben festgeschraubt, also hier mit so einer ganz normalen Zylinderschraube. Und jetzt kommt. Also die Schraube habe ich jetzt von der Unterseite hier schon reingedrückt und jetzt kommt Scheibe und dann nehme ich noch einen Federring und dann die Mutter drauf. Federring deshalb, damit mir das da, sage ich mal, noch ein bisschen unter Spannung steht, das Ganze, und nicht sich irgendwie löst. So, der Trafo ist erstmal reingeschraubt, wobei er ist ja nicht ganz fest im Moment, denn ich werde noch Folgendes machen. Ich werde auf jeden Fall hier auch noch Schraubensicherungslack damit reinträufeln, hier in die Schrauben, dass das auf jeden Fall sicher ist. Also ich mache das dann so, dass ich also den Lack hier so ein bisschen dazwischen träufle. Versuche, dass es, wie man es sieht hier. Also ich träufle jetzt hier dazwischen. Da. Also dass der da richtig durchgeht bis zur Schraube. Und dann ziehe ich fest, sodass er sich in keinem Fall die Schraube dort lösen kann. Nochmal Schraubenzieher genommen. Der passt hier irgendwie nicht. Zu groß, der hier. Ich halte es erstmal hier mit dem Finger noch fest. Wenn es nicht mitdreht, nehme ich hier, das habe ich jetzt nicht zur Hand, noch eine Zange. So, mit der Zange kann ich das hier festhalten. Man kommt da relativ schlecht dran,
weil da kaum Platz ist. Und dann ziehe ich das jetzt hier fest mit einem Schraubendreher. Und das mache ich jetzt mit jeder Schraube hier. Und dann sollte das erstmal soweit fest sein. Ja, Trafos sind befestigt. Und als nächstes werde ich hier mal diese Sicherungs- und Schaltereinheit verdrahten bzw. konfektionieren, die Leitung dazu. Man hat ja die Einspeisungsschutzleiter. Von der Einspeisung geht es erstmal zur Sicherung auf einer Seite und die andere Seite geht an Schalter und die andere Seite von der Sicherung geht dann ebenfalls an Schalter und auf der anderen Seite geht es dann raus zum Trafo. So wäre das normalerweise. Und da werde ich jetzt erstmal die Leitung soweit zurechtschneiden, konfektionieren, das heißt also mit den Flachsteckern versehen. Ja, und dann kann eigentlich, wenn es soweit ist, die hier angebracht werden. Von der Länge her sind zwei kurze Leitungen notwendig, nämlich einmal vom Eingang sozusagen vom Netz zur Sicherung und von der Sicherung zum Schalter. Das heißt, ich werde hier von dem braunen Ende ein Stück abschneiden, hier sozusagen umbiegen und so, dass ich dort kurze Verbindungen habe. Es gibt dann noch eine weitere kurze Verbindung, nämlich von der Einspeisung zur anderen Seite des Schalters auch noch eine kurze. Das heißt, ich brauche zwei braune und eine blaue kurze Verbindung und ja, das werde ich jetzt erstmal konfektionieren. Hier habe ich mal den Flachstecker schon auf die Leitung geschoben, so soll es nachher aussehen. Und was ich dann zum Quetschen nehme, ist hier diese Zange. Man legt es rein und dann nehme es mal kurz wieder raus und dann nimmt man die Zange, legt hier das so rein, da wo sie reingehört. In etwa, guckt nochmal auf der anderen Seite, dass das dort abschließt, also dass wirklich der Bereich gequetscht wird. Ja, ich versuche mal das hier, ja in etwa, wo ist die Kamera, hier ist sie, in etwa so. Und dann kann ich die Leitung reinlegen, so dass praktisch das Kupfer schon ein bisschen rausguckt. Da ist es und dann kann ich es quetschen und dann sollte das eigentlich soweit in Ordnung sein. Also so sieht es dann aus. Und so werde ich es mit allen machen und dazu kommen natürlich dann hier noch die Tüllen dazu, um eine Isolierung zu gewährleisten. Ich habe jetzt hier mal diese kurze Blauleitung, diese Flachstecker angebracht. Wichtig ist, wenn man sowas macht, dass man nochmal testet, dass man das hier nicht mehr abziehen kann. Also es muss fest sein. Wenn es lose ist, dann ist es falsch gequetscht. So, und jetzt kann ich hier diese Tüllen rüberziehen. Geht relativ einfach. Ein bisschen hin und her wackeln und dann kann man so rüberschieben. Und hier auf der anderen Seite natürlich genauso. Die sind doch etwas dünn, sehe ich gerade. Das sind die falschen. Nee. Eigentlich nicht die falschen, dachte ich. Also so geht es irgendwie rüber und dann letztendlich sieht es dann so aus. Hier muss noch ein bisschen rübergezogen werden, noch ein Stück. So, und jetzt kann ich das hier erstmal anbringen. Das ist ja die Leitung, die hier von der Netzbuchse direkt an den Schalter geht. Okay, so sieht es jetzt aus und jetzt kommen diese anderen beiden, die braunen, und mit dem gleichen Verfahren, dann werden die erstmal hier angeschlossen. So, auch diese beiden braunen sind jetzt hier fertig, gekrimmt. Und wichtig bei so einer Sache ist, mit diesen Flachsteckern, dass die wirklich richtig drauf sitzen. Ich will es mal hier kurz zeigen an der Steckdose, beziehungsweise hier an der Netzbuchse am Eingang. Das ist noch nicht richtig drauf, man sieht, es wackelt, und da kann man jetzt, oder sollte man Folgendes machen, dann immer noch eine Zange nehmen. Ich habe jetzt leider hier nur den Seitenschneider, spielt aber keine Rolle. Und dann eben hier runterdrücken und dann ist es auch fest drauf und kann nicht abgehen. Das ist ganz wichtig. Die müssen richtig eingeklemmt sein, hier an dieser Nase sozusagen. Hier sieht man jetzt das Ergebnis. So sieht es also aus, relativ kurz. Kommt ihr dann hier ran. Ich werde mal kurz rauszoomen hier. Man kann es, aber ich werde es hier ein bisschen hochbiegen, ist ja nicht so problematisch dann.
Man sieht, ein bisschen Platz braucht man für die Leitung dann schon an dieser Stelle. Und was man jetzt machen kann, oder was ich jetzt mache, ich werde mal kurz einen Test machen, hier mal kurz Kaltgerätestecker rein und gucken, ob denn es mit dem Schalter geht. Und dann kann es weiter in der Verdrahtung hier gehen. Kaltgerätestecker ist dran, hier kann ich ein- und ausschalten, also es funktioniert soweit. Ich mache ihn wieder ab, damit nichts passiert, denn nach wie vor ist das ja hier offen. Und jetzt werde ich die anderen Sachen verdrahten. Bei der Verdrahtung ist es jetzt so, ich habe ja hier den Schutzleiter noch, der vom Trafo da unten, der muss natürlich hier an die Eingangsbuchse ran. Und ich habe auch noch einen Schutzleiter hier angeschlossen an der Frontplatte, wo diese Steckdose ja ist. Und das will ich beides dann zusammen natürlich hier vorne anbringen. Das heißt, ich muss hier von den Längen her gucken, wie lang der Schutzleiter wird. Ich lasse natürlich ein bisschen Luft, also sollte schon locker liegen. Die nächste Sache ist dann von der Einspeisung her, das sind hier die Einspeisungsleitungen. Die biege ich hier so ein bisschen runter. Ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen Kabelbinder nehmen und das hier ein bisschen festmachen. Und die gehen dann hier an den Schalter, also da werde ich auch das so legen. Und am Ausgang ist es jetzt so, sind ja die Ausgangsleitungen hier unten, die da unten sind. Die kommen ja eigentlich an die Steckdose. Allerdings ist es so, wie man hier sieht, ich habe noch eine Bohrung vorgesehen, nämlich für einen Sicherungshalter. Das heißt, da geht es erstmal an die Sicherung, das mache ich am Ende. Sodass da ja ein bisschen mehr Arbeit ist, aber letztendlich geht es über eine Sicherung auch am Ausgang. Sodass so ein paar Sachen hier jetzt zu machen sind. Ich werde als erstes mal hier diese Netzeinspeisung, die Leitung hier kürzen und dann auch die Flachstecker hier ran machen, dass ich die da anstecken kann. Und danach den Schutzleiter und danach die Steckdose am Ausgang. So sieht es jetzt aus. Ich habe jetzt hier die beiden Schutzleiter auch zusammen an einen Flachstecker gequetscht. Allerdings passt dann diese Tülle nicht mehr. Deswegen habe ich jetzt hier einen Schrumpfschlauch genommen. Sollte aber kein Problem sein. Und jetzt kann ich erstmal hier diese Platte anschrauben. Ich werde dann, wie gesagt, hier noch einen Kabelbinder ranmachen, dass es einigermaßen dann hier so hält. Und dann kommt die Seite mit der Steckdose dran. Neben der Sicherung, die hier bei der Steckdose noch fehlt, noch eine Sache zu der Steckdose an sich. Die besteht aus zwei Teilen, nämlich einmal das Vorderteil natürlich und hier dieses Teil mit den Kontakten drin. Und die beiden Teile werden hier so zusammengehalten und vorne mit einer Schraube zueinander gebracht. Das heißt, wenn ich das so lasse, komme ich an die Kontakte nicht mehr ran. Deswegen muss ich das abschrauben und erstmal hier diese Kabelschuhe anbringen. Die Leitung dazu werde ich hier anlöten, auch mit dem Schrumpfschlauch noch dazu. Weil ich keine Quetschzange hier für das Ding habe, löte ich das einfach an. Und dann kommt natürlich die Sicherung noch dazu. Die werde ich hier auch einsetzen. Die passt auch, ist schon so gebohrt. Ja, und dann mal sehen, wie es danach dann aussieht. So, angelötet sind jetzt die Leitungen, sodass ich jetzt das hier wieder zuschrauben kann. Wie gesagt, hier vorne ist dann die Schraube dazu. Und dann ist das miteinander verbunden. Ist nicht ganz fest. Das kommt natürlich nicht dazwischen. So sieht es jetzt aus. Und jetzt fehlt eigentlich hier nur noch die Sicherung. So, hier sieht man jetzt den Sicherungshalter. Auch den habe ich hier mit Schraubensicherungslack versehen, weil solche Teile sich meistens immer irgendwie bewegen. Ja, der bewegt sich auch immer noch, aber mal schauen. Auch hier, wie gesagt, Kabelbinder noch und ein bisschen alles locker verlegt, sodass das jetzt hier rein kann und dann am Ende, ich zoome nochmal raus, dann so aussieht. Und so kann man das eigentlich ganz, ganz gut verwenden und lassen. Dann kommt natürlich der Deckel noch drauf. So, Platte ist angeschraubt, jetzt kommt der Deckel drauf und wird ebenfalls verschraubt hier vorne.
Ja, so sieht es jetzt aus. Was jetzt noch fehlt, ist, dass man hier die Schutzfolie abmacht. Auf beiden Seiten. Da auch. Oh, ich denke, das kann sich soweit ganz gut sehen lassen. Ich kann das Gerät auch hochkant hinstellen. Es spielt keine Rolle. Deswegen, ich werde auch keine Gummifüße oder so darunter. Also hier irgendwo aufkleben. Ich lasse es einfach so, wie es ist. Schön kompakt. Und ja, dann ist dieses Projekt auch jetzt hier zu Ende geführt worden. Zum Schluss noch den kleinen Funktionstest. Man sieht, es kommen 233 Volt jetzt hier in dem Fall raus. Also es funktioniert. Ja, und das war es mal wieder hier. So ein Projekt zum Thema Trend-Trafo. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.